Die Bob-Legende Harald Schudei wurde 60 Jahre alt. Wie schnell doch die Zeit vergeht. 1994 raste der gebürtige Wermsdorfer Harald Schudei als Pilot im Viererbob bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer noch zu Olympiagold. Am Valentinstag 2023 feierte Bob-Legende Schudei bereits den 60. Geburtstag und das standesgemäß in seinem Olympiasport- und Freizeitzentrum in Kosbech. Natürlich war die Örtlichkeit entsprechend unverkennbar dekoriert worden. Über 100 geladene Gäste waren gekommen, um zu gratulieren. Da war es nur logisch, dass Harald Schudei aus dem Händeschütteln lange Zeit, genauer gesagt 90 Minuten lang, nicht mehr herauskam. Aber als ehemaliger Leistungssportler war das für ihn letztlich natürlich überhaupt kein Problem. Man sah dem Jubilar schon an, wie groß die Freude dabei war, langjährige Weggefährten an seinem 60. Geburtstag persönlich wiederzutreffen. Ja, ich kenne Harald nun schon seit 45 Jahren. Mit 15 Jahren ist der, wir kommen ja aus einem Dorf, aus Wermsdorf, er aus Reckwitz. Und er kam dann mit 15 Jahren zu mir nach Hause. Ich kam als frisch gebackener Olympiasieger mit einer Goldmedaille. Und da kam er als 15-Jähriger und ja, mit Erbwurst, Hamusio, kann ich mal bitte die Medaille sehen? Und so sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen. Und er war zu dem Zeitpunkt, also er wollte alles ganz detailliert wissen, wie es abläuft und was man so alles machen kann und so. Ja, und da haben wir uns diesbezüglich unterhalten, weil ich dort verspürt habe, dass er für den Bobsport sehr großes Interesse hatte, obwohl er Kanute damals war. Ja, und da habe ich das alles so erzählt, wie der Werdegang ist. Ein paar Jahre später hat er sich beworben und dann auch in Altenberg. Ja, und wir alle wissen, dass er dann Olympiasieger geworden ist. Also er ist sehr zielstrebig, ehrgeizig und ein sehr kollegialer Typ. Die Bob-Familie ist bekanntlich sehr umfangreich. Daher konnten leider nicht alle zur großen 60er-Party kommen. Die, die nicht erscheinen konnten, nutzten dabei die mittlerweile gängige Videobotschaft zum Übermitteln der Glückwünsche an das Geburtstagskind. Deswegen möchte ich dir auf diesem Wege alles, alles Gute zu deinem runden Geburtstag wünschen. Ganz viel Glück, Gesundheit natürlich, Freude am Leben und natürlich große Erfolge beim Fischfang in Mobling. Tja, wir kennen uns jetzt schon 37 Jahre. Eine ganz schön lange Zeit. Ich kann mich noch gut ansinnen, wie wir die ersten Jahre gemeinsam die Bobbahn der Welt erkundet haben. Manchmal auf der Seite, so wie in Cortina. Aber auch das gehört zum Leben. Ja, nachdem ich in den letzten Jahren immer, leider Gottes, immer mal zur Beerdigung musste, haben wir einfach gesagt, okay, es muss mal anders sein. Wir müssen uns als Bob-Kollegen auch mal treffen zum freudigen Anlass. Und ich habe einfach dann gesagt, okay, der 60. ist so ein Grund, wo ich meine alten Sportkameraden alle einladen kann. Alle Bobbys, die irgendwo mir gesonnen sind, mit mir zu meiner Zeit gefahren sind, aber auch die vielleicht in der jüngeren Zeit gefahren sind, haben eine Einladung bekommen. Ein Teil ist ja noch unterwegs, Franz und so, die sind ja noch im Weltcup unterwegs. Die können natürlich nicht kommen, Leo kann auch nicht kommen, auch im Weltcup-Einsatz. Hopfried ist beim Europacup im Einsatz, also sind viele noch unterwegs. Da werden wir vielleicht als Ausgleich dann nochmal ein kleines Sommerfest hinterher schieben, denke ich. Aber ich freue mich, dass so Kumpels gekommen sind wie Dietmar Schauerhammer, ja erfolgreicher Bremser beim Wolfgang Hoppe gewesen, oder Bogdan Musial auch, einer der erfolgreichsten Bremser überhaupt. Dazu kommt meine komplette Mannschaft fast von Lillehammer quasi, meine Olympiasiegermannschaft ist da. Und viele, viele weitere. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass ich alte Hasen wiedersehe. Den Weg zum letztlich erfolgreichen Bob-Piloten und Olympiasieger schafft man natürlich nicht allein und auch nicht von heute auf morgen. Geprägt worden bin ich durch den Sport. Na, und ich war eigentlich ja kein Bobfahrer, wird mir ja nicht gleich von Geburt an, sondern ich habe aber eigentlich ganz früher mal in der Schule Leichtathlet, aber auch nicht so ganz erfolgreich. Dann eigentlich Kanute und dort habe ich eigentlich die harte Lebensschule gelernt. Also ich sag mal, die ganzen Ausdauersportarten, Kanu, Rudern, da ziehe ich den Hut auch vor den Erfolgen, die die Jungs und Mädels dort haben. Das ist richtig Knochenarbeit und dort, das ist eine eiserne Schule, eine harte Schule, auch eine Willensschule vor allen Dingen, muss ich sagen. Dort musst du über deinen Willen hinausgehen und sonst schaffst du dort den Erfolg nicht. Und dort habe ich also kämpfen gelernt. Dem gebürtigen Wermsdorfer gelangen 1990 erste Triumphe, so WM-Silber im Zweier und Vierer in St. Moritz in der Schweiz.
Den Höhepunkt in seiner Bob-Karriere erlebte Chudai in einem aufregenden Viererwettbewerb 1994 bei den Winterspielen im norwegischen Lillehammer. Damit es am Ende auch mit dem Olympiagold klappt, musste er vor den letzten beiden Finalläufen tief in die Trickkiste greifen. Am zweiten Tag haben wir die Kufen gewechselt, ja, weil wir hatten nur einen kurzen Wechsel über die Nacht. Wir hatten zwei Sätze vorbereitet für die Spiele. Und das hat dann so lange gedauert am ersten Abend, ehe wir fertig waren, ehe wir wieder drin waren. Wir hätten dann nochmal 3 Stunden Kufen putzen müssen, sowas in einer halben bloß noch aufpolieren. Erledigt. Und unser größtes Manko war ja der Start. Wir wussten, dass wir am Start schon dran sein mussten ein bisschen. Wir hatten mehr wie 400stel Rückstand zum Meter, durften wir uns nicht leisten. Das war gerade so dran. Und wenn man dann 3 Stunden abends noch in der Garage steht, dann hatte ich Angst, dass wir dann mit dicken Beinen nächsten Tag vielleicht 600 oder 800stel Rückstand hatten. Das wollten wir vermeiden und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl bei beiden Kufen. Wir hatten wir beide getestet im Vorfeld und mein Trainer Leo hat natürlich ein bisschen geschwitzt über Nacht, weil ich die Entscheidung natürlich ad hoc getroffen habe. Aber manchmal muss man so eine Entscheidung auch mal treffen. Ich denke schon, das war die richtige Entscheidung, weil wir haben die 400stel Abstand gehalten quasi. Es war richtig kalt dort, da lief die Kufe wie Hanna auch, das wusste ich. Und da haben wir einfach 2,5 Stunden Kufenputzen erspart. Also das waren vielleicht die 100stel, die uns dann gerettet haben, ne, an der Stelle. Im Mai 2001 trat Chudai in den sportlichen Ruhestand, beziehungsweise es begann ein völlig neuer Lebensabschnitt für den Olympiasieger. Man könnte es so nennen. Vom erfolgreichen Bobpiloten zum ebenso erfolgreichen Unternehmer. Rundum eine Erfolgsgeschichte, die logisch klingt, aber letztlich nicht einfach war. Ja, ich bin ja quasi in die Wendezeit reingesportelt, also einen Teil DDR noch erlebt als Leistungssportler. Dort auch meine ersten großen Erfolge gefeiert und den größten Erfolg dann als in der Bundesrepublik und als gesamtdeutsche Mannschaft dann. Ja, und wir haben das alles alle gemeinschaftlich erlebt, was hier los war in der Wendezeit. Ne? Keine Arbeit, Arbeitsplätze gingen verloren. Ich war arbeitslos, arbeitssuchend, Diplom-Sportlehrer, Lehrer wurden damals nicht gebraucht. Ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, 94 nach dem Olympiasieg, nachdem ich die vielen Stationen durchlaufen habe, Arbeitsamt, Versicherung verkauft, Autos verkauft, habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und da haben wir gemeinsam mit Gerd Leopold, meinem Trainer damals, die Idee gehabt, wir bauen was Eigenes auf, eine eigene Idee, einfach für so eine multifunktionale Sportanlage. Also irgendwas mit Sport sollte es sein, sollte es zu tun haben, sollte den Leuten auch Spaß machen, sollte was für die Gesundheit sein, deswegen auch multifunktional, dass man also viele Sachen unter ein Dach bringt. Und ich denke, wir haben mit den 2 Häusern in Riesa und in Coswig auch in Sachsen zumindest was Einzigartiges geschafft, was glaube ich, nicht, zumindest in Sachsen nicht wiederzufinden ist in der Komplexität. Übrigens, das nächste Jubiläum gibt es für Harald Chudai und seine Coswiger Olympiamannschaft schon in Kürze. Dann feiert das Olympia Sport- und Freizeitzentrum Coswig bereits seinen 20. Geburtstag seit der Inbetriebnahme.